Hallo zusammen, wir sind zurück bei einer neuen Runde Slay the Spire. Eigentlich hatte ich gedacht, es wäre ganz nett, wenn wir uns mal einen neuen Charakter anschauen können, der freigeschaltet wurde, sprich er wurde ins Spiel gebracht. Allerdings, um den spielen zu können, muss ich einen normalen Run komplett durchspielen. Und das haben wir bisher noch nicht geschafft und deswegen machen wir stattdessen einen Run des Tages mal wieder, also einen täglichen Aufstieg. Wir spielen da mal mit das Defekte, das war der mit den Kugeln. Müssen draften. Wir müssen die Karten für das Startdeck selber festlegen. Grüne Karten können bei Belohnung und im Laden auch auftauchen. Und Ausruhen an einem Lagerfeuer heilt mich komplett, aber es verringert meine maximalen Trefferpunkte um 5 Punkte. Das kann böse enden. Sei denn, wir können das irgendwann anders noch ein bisschen hoch pushen. Aber letztendlich heißt es, Ausruhen ist nicht immer das Beste. Gut, Draften geht anscheinend so. Wir bekommen 3 Karten angeboten und müssen davon uns eine aussuchen. Wir natürlich versuchen, das so ein bisschen aufzuteilen. Das sind jetzt leider schon alles Karten, die ich gerne hätte. Weil Frost ist halt immer gut, wenn wir da eine Kugel haben, da haben wir automatisch Verteidigung, wenn das drin ist. Gift finde ich immer toll, weil das auf Dauer Schaden macht und der Dolchfächer macht halt, wenn man mehrere Gegner hat, Schaden. Ich fange mal hier mit dem Dolchfächer an. Ich hoffe mal, dass Gift und Verteidigung auch später noch kommt. So, wir hätten hier Hologramm, 3 Block erhalten. Eine Karte aus dem Abwurfstapel zurück auf die Hand legen, also wenn da irgendwas Gutes war. Optimieren, das war 15 Schaden und wenn die nochmal rankommt, dann wird sie günstiger. Also beim nächsten Mal 2 und beim dritten Mal 1. Beim zweiten Mal 1, beim dritten Mal 0, so. Kraftfeld. Das wird günstiger, wenn ich Machtkarten spiele. Ich habe aktuell nicht so viel Machtkarten, das wäre vielleicht später interessant. Ich gehe hier mal auf Optimieren. Gerade jetzt am Anfang, wo das Deck noch recht klein ist, ist die Möglichkeit groß, dass es häufiger dran kommt. So, eine Handkarte aus dem auf den Nachziehstapel ziehen. Und wenn die das nächste Mal rauskommt, dann kostet sie 0. Wenn natürlich noch so eine teure zurücklegen, wäre ganz gut. Wir hätten 2 Messer, was ja glaube ich dann immer 10 Schaden wäre. Aber ich hatte ja eben schon gesagt, ich wollte gerne die Möglichkeit haben, Frost Orbs zu erschaffen. Vorbereitet. Eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen für 0. Recyceln. Eine Karte erschöpfen und Energie in der Höhe der Kosten bekommen. Ich glaube, ich nehme den unerwarteten Hieb. Der macht einen guten Schaden mehr als der normale und macht den Gegner außerdem schwach, was den Schaden von ihm auf mich verringert. Vollstrecken. Füge pro in diesem Zug gespielten Angriff 6 Schaden zu. Wenn wir am Anfang 3 Energie haben, könnte die also maximal, wenn wir 2 Angriffe anspielen und dann das, würde das 12 Schaden machen. Turbo. Da bekommen wir 2 Energie. Und die Karte, wenn die dann kommt, dann verliere ich 1 Energie. Also im Endeffekt bringt es mir 1 Energie plus. Und wir könnten umprogrammieren, Fokus verlieren, das möchte ich ungern. Wenn wir Orbs haben, dass die dann schwächer werden, das will ich nicht. Ich gehe mal hier auf Vollstrecken. Hologramm hatten wir schon mal, das will ich nicht so. Wir hätten Dolchwurf, 9 Schaden und dann eine Karte ziehen und eine wieder abwerfen. Unheil. Ja, das hängt jetzt davon ab. Ich hoffe mal, dass wir noch irgendwas mit Gift bekommen. Dann könnte das hier Sinn machen. Breiter Strahl. Füge allen Gegnern 6 Schaden zu, eine Karte ziehen. Alle Gegner verlieren Stärke. Das ist, wenn da ganz viele sind, die dann mich angreifen wollen. Und wir könnten in die Augen 3 Schaden und ein Schwach. Ich nehme mal ein zweites hier, was allen Gegnern Schaden zufügt. Dampfwall, erhalte 6 Block. Der Block wird jedes Mal verringert, wenn es dran kommt. Strahlenzelle hatten wir eben schon mal.
Entfernt einen Block von einem Gegner und füge 10 Schaden zu. Das möchte ich ganz gerne. Es gibt manchmal so Ekle, die dann ganz viel Block haben. Das möchte ich mir einmal nehmen. Heilen am Ende des Kampfes um 7. Das wäre eventuell eine ganz schicke Sache, weil das Heilen am Lagerfeuer immer so einen negativen Effekt hat. Schwach und Block oder Block und mehr Energie. Ich nehme mal die Reparatur wegen dem Lagerfeuer, wegen der Extra-Regel. So, 7 Schaden, außerdem Karten ziehen für unterschiedlichen Orb. Unheile hatten wir schon mal und ich habe bisher noch kein Gift gefunden. Deswegen will ich mal lieber meine Orb-Slots erhöhen. So, das schrille Heulen hatten wir eben schon mal gesehen. 8 Schaden zufügen und im nächsten Zug Energie. Oder den vordersten Orb entladen und den wiedererschaffen. Weil jetzt die Frage ist, ja, wir könnten die Orbs manchmal auf 5 hoch machen, dann ist die Rekursion wahrscheinlich nicht so dringend nötig. Aber ich möchte das mal machen. Es hat halt wirklich die Möglichkeit, es hängt halt davon ab, was der vorderste Orb für eine Fähigkeit hat. Es kann Schaden machen, es kann uns mehr Verteidigung geben. Ist situationsabhängig, versuche ich aber mal. Gut, die hätten wir jetzt nochmal. Optimieren hatten wir schon mal. 2 Fokus erhalten und einen Orb-Slot verlieren. Das kann sinnvoll sein, wenn wir vor unseren die Orb-Slots hochgemacht hatten. Das versuche ich mal. Habe ich noch nie gehabt, die Karte. 4 Block erhalten für 0. Rekursion kennen wir schon. Wurffalle. Füge pro Fertigkeit auf deine Hand 4 Schaden zu. Ja, Fertigkeiten ist die Frage, wie das ist dann, da hat man maximal, würde ich sagen, 2, dann macht es 8. Ich nehme mal eine Abwehr, die komplett kostenlos ist. Ich glaube, man zieht sich 20 Karten. Wir sind jetzt bei 13, also das ist die 14. Wahl. Den breiten Strahl hatten wir schon mal, den kühlen Kopf hatten wir auch schon mal. Plasma würde ich gerne erschaffen, das war das, was mir Energie macht. Hier, Strahlenzelle schon ein paar Mal gesehen. Immer wenn du eine Macht ausspielst, einen Blitz erschaffen. Mächte haben wir auch nicht so viel. Ich nehme einen schnellen Hieb, das macht Schaden und wir bekommen eine Karte zu. 15 ist das Statik. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Ich möchte natürlich recht gerne, recht spät zu einem Händler gehen, weil wir dann viel Geld haben, Gold haben. Hier ist, glaube ich, der späteste Händler. Kommen wir zu dem hin, ohne auf Elite zu treffen. Ja, würde ich doch mal einfach hier den Weg lang gehen. Und dann haben wir noch hier so ein paar Möglichkeiten, je nachdem, wie schwach wir sind, ob wir uns heilen mussten oder nicht. Ja, den Weg hier nehmen wir. So, wir fangen mal an mit einem Kieferwurm. Der wird für 11 angreifen. Wir könnten hier einen Frost erschaffen. Wir können hier ein bisschen Block uns holen. Den Block machen wir mal als erstes. Jetzt müssten wir hier überlegen. Wir könnten hier einen Frost erschaffen. Aber mehr Orbslots wäre auch toll. Dann verlieren wir leider. Oder nutzen wir eine Energie nicht. Das ist schade. Die könnten natürlich später nochmal kommen. Wir haben aktuell ein recht kleines Deck. Ja, ich glaube, ich will mal Frost und Plasma dazu. Diesmal wird er 7 Schaden machen. Wir haben nichts, was verteidigt. Das würde 10 Schaden machen, das würde 15 machen. Hiermit können wir ihn zumindest schwach machen. Dann macht er nur 6 Schaden, weil wir haben gerade gar nichts zum Verteidigen, bis auf den einen Frostorb. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ach, und wir hatten 4 Energie wegen dem Plasma. Ha! Da macht das hier noch mit am meisten Schaden, nämlich 10. Das ist 15.
und dann sollten wir ihn hoffentlich, wenn wir 10 Schaden hinkriegen, dann wird er sterben. Das dürfte hiermit funktionieren. Habe nicht geschaut, war da reparieren im Deck, dann würde ich mich jetzt ärgern, weil ich das nicht vorher ausgespielt habe. Gut, wir haben 8 Leben verloren. Wir bekommen eine neue Karte. Wenn du 0 Block hast, 11 Block erhalten. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn man das als erstes ausspielt. Würde ich mal nehmen. Weil Kniestoß haben wir schon einmal im Deck und Rulogramm finde ich einfach nicht so toll. So sieht man sich wieder. Ein vergnügter zerzauster Kerl kommt dir mit fröhlichen, Schritten auf dich zu. Du kennst diesen Mann nicht. Ich bin Ranwild. Hast du heute Sachen für mich dabei? Das Übliche, so ein Typ wie dich, wie ich schaff's nicht alleine, weißt du? Du musst das ihnen misstrauisch. Wir hätten ihm einen Trank geben können, wenn wir einen hätten. Wir können 66 Gold ihm geben und dafür ein Relikt bekommen, irgendeins. Oder wir können den unerwarteten Hieb abgeben und ein Relikt erhalten. Oder wir können ihn angreifen. Ich will ungern 66 Gold für ein Relikt ausgeben. Das eventuell sogar... Stell dir vor, wir bekommen das Relikt. Ja, du bekommst mehr Energie, aber kannst die Absicht nicht mehr sehen. Das ist mir zu unsicher. Ah, ein Grobian, er rennt davon. Oh, ein Vogelfieh, ne? Ne, Kultist. So, damit würden wir 6 Schaden machen. Ich glaube, ich werde ihm einmal hier den schnellen Hieb geben. Ja, gut, das ändert meinen Plan jetzt. Wollte eigentlich Fusion damit danach machen. Dann holen wir auch lieber die Selbstreparatur raus. Dann entladen wir das und bekommen es wieder. Die buffen sich, glaube ich, dass sie stärker werden. So, hier hätten wir 11. Hier können wir 11 Block bekommen. Und dann könnten wir einmal schmelzen und dann einmal Dolchfächer. Ja, würde ich das machen. Dann, der hat zwar keinen Block, aber das macht mit am meisten Schaden. Und das macht 8 Schaden. Da war noch was. Ach so, das war noch mehr Block, das für kostenlos. Das braucht ihr aber in dem Fall nicht. Ich wollte mich gerade über mich selber ärgern. So, ich würde ihn gerne töten können. Das würde 7 Schaden machen. Das würde 14. Das reicht. Und wir heilen uns wieder auf 74 hoch. Das ist schon mal gut. So, zwei Löchern. Füge 5 mal 3 Schaden zu, also 15 für 2 Kosten. Hologramm, ja, ja. Und den Block, der mit der Zeit immer schwächer wird. Dann nehmen wir hier mal so etwas mehr Schaden. Ah, ich sehe schon Dolchfächer. Ah, guck mal, wir haben beide Fähigkeiten, die Schaden machen. Das würde 8 Schaden machen. Die bekommen einmal zwischendurch Block. Sprich, sie haben also, der hat eigentlich 19 und der hat 18. Hier machen wir 8. Wenn wir auf 14. Wir fangen auf jeden Fall mit dem Dolchfächer an. Der hat ja noch 10, der hat 11. Den würde ich gerne töten, weil er mich sonst angreift. Dann geben wir dem doch hier Schmelzen.
Und hier machen wir dann nochmal 8 Schaden. Und tot. Den passiven Effekt vom Blitz hatte ich vergessen. So, Kniestoß könnten wir nochmal bekommen. Was mir eigentlich recht gut gefällt. Die anderen beiden Sachen sind beide kostenlos, sind allerdings recht schwach. Ich habe sogar mal jetzt ein Let's Play gesehen. Ich bin ja jemand, der immer Karten nimmt. Die haben sogar irgendwann den Kartenentfernungsdienst beim Händler dazu genutzt, schwächere Sachen rauszunehmen. Also nicht nur die Flüche oder so, sondern wirklich das Deck klein zu halten mit den starken Angriffen. Aber das hier würde ich durchaus noch sehen als etwas Starkes. So, ein Dieb. Er wird angreifen für 10. Das ist mehr, als ich es wollte. Wir haben nichts zum Verteidigen. Das heißt, wir holen schon mal die Reparatur auf jeden Fall raus, weil wir Leben verlieren werden. Und dann fügen wir ihm auch Schaden zu. Noch keine Relikte, keine Tränke, kein gar nichts. Und der wird ja irgendwann abhauen. Er wird wieder angreifen. Wir könnten jetzt hier die Schilde hoch machen. Das machen wir auf jeden Fall. Damit können wir ihm 8. Das wären 15 Schaden. Ja, schwach ist für die Zukunft auch gut. Mehr Abwehr brauchen wir nicht. Der wird jetzt 12 Schaden machen. Können wir ihn schon umbringen? Ja, können wir. Wir haben den Reparaturservice auf uns schon benutzt. Dann kommen wir wieder auf 71. Das Gold zurück, neues, ein Verdopplungstrank. Die nächste Karte wird zweimal gespielt. Und wir können uns noch eine Karte holen. 12 Schaden zu, immer wenn du Schaden erleidest, steigen die Kosten dieser Karte um 1. Das war aber erstmal für 0. Wenn wir die recht früh bekommen, ist das gut. Oder nochmal einen unerwarteten Hieb. Selbst mal für, wenn die auf 1 ansteigt, ist die noch gut. Wir versuchen das mal. So, ich werde jetzt hier nicht heilen. Aus logischen Gründen. Weil wir sonst auf 70 Leben runterfallen. Das heißt, wir verbessern doch lieber eine Karte. Hier werde ich sogar auf 16. Hätten wir 15 Block. 11 Schaden Energie bekommen. Das wären 20 Schaden dann. Was sind denn die Orb-Sachen? 3 dazu. Kostet weniger. Hm. 20. Hm, 14 Schaden und den Block entfernen. Ich glaube, das ist aufgrund der Gegebenheiten vielleicht nicht die schlechteste Wahl. So, dann gehen wir einmal hier zum Fragezeichen. Da gibt es ja mal eine Chance, Relikte zu finden. Diesmal finden wir allerdings einen Kampf. So, der wird 7 Schaden machen und den werden wir nicht umbringen können. Das heißt, wir fangen an mit Schilde hoch. Wir werden uns auch hochheilen am Ende des Kampfes und dann haben wir zumindest noch, ja, wir machen erstmal den kleineren und mehr Abwehr brauchen wir nicht. Gebabbelt. Gehakt. Der greift wieder an. Wir haben weiterhin nichts, was uns Verteidigung gibt. Und wir sind schwach, deswegen machen wir nur 10 Schaden damit. Ich glaube, wir können den hier nicht töten. Das wäre 6, 12. Das können wir dann nicht mehr.
17, warte mal. 6, 11, 17. Ja, Fusion brauchen wir jetzt nicht. Da habe ich mich verrechnet. Da habe ich irgendwas falsch eingesetzt. Ja. Das ist jetzt schade. Vielleicht haben wir Glück mit dem Blitz. Haben wir. So, und jetzt können wir uns auf den konzentrieren. So, dann möchte ich mir erstmal ein bisschen Verteidigung holen. Ja, ich glaube, wenn wir neue Karten ziehen, sollten wir ein bisschen mehr Verteidigung gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir zu wenige Verteidigungskarten im Moment haben. Okay, die können wir jetzt einmal nutzen. Damit kommen wir auf 13. Das ist gut. Orb-Slots ist, glaube ich, nicht mehr so sinnvoll, weil der Kampf wird nicht mehr so super lange gehen. So. So, 18 Leben hat er noch. Hiermit machen wir 15. Damit machen wir 22. So, und hochheilen um 10. Ein Steroidtrank gibt mir Stärke für einen Zug. So, Meisterstich hatten wir schon mal. Messer fügen mehr Schaden zu. Ich habe aktuell nicht so viele Karten, die mir zusätzliche Messer geben. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen lieber eine Fähigkeit, die Schaden macht und uns einen Blitzorb gibt. So, Händler. Hoffentlich hat er was Gutes. Wie immer erst Relikte schauen. Ja, jeden Kampf mit 10 Block bekommen. Das wäre nur sinnvoll, wenn mich im ersten Zug einer angreift. Immer wenn du einen Block durchbrichst, wende 2 verwundbar an. Das setzt allerdings voraus, dass wir erstmal mit Angriffen den Block wegkriegen und dann, erstmal, dass er überhaupt Block hat. Dann müssen wir den durchbrechen können und dann noch hinterher wird es verwundbar bringen. Das ist beides nicht so super. Was haben wir denn im Angebot? Prüge froh. Pro in diesem Kampf erschaffen mit Blitz einem zufälligen Gegner 7 Schaden zu. Wir haben aktuell noch nicht so viele Fähigkeiten, genau eine, die uns einen Blitz erschaffen lässt. Faster than Light, 5 Schaden zufügen und wenn wir weniger als Karten gespielt haben, eine nachziehen. Hier hätten wir was, was uns Block gibt und wo wir Energie mit rübernehmen. Oh, die Bombe, die hatten wir schon mal. Ist teuer. Und erfordert lange Kämpfe. Aber ich würde es mal versuchen. Die hat mir damals viel Spaß gemacht, auch wenn sie sehr situationsabhängig ist. So, wie ziehen wir ab hier weiter? Wenn wir hier durchgehen, kommen wir an dem Elite vorbei. Ja. Dann nehmen wir doch mal hier die Schatztruhe. Dann haben wir hier vielleicht noch was anderes Spannendes, Reliktmäßiges. Ein dekorativer Fächer. Immer wenn du in deinem Zug 3 Angriffe ausspielst, erhalte 4 Block. Das ist nicht so schlecht. Als du eine Sackgasse erreichst und dich umdrehst, krachen Mauern von der Decke. Du bist gefangen. 3 Gesichter materialisieren sich aus den Wänden und sprechen. Vergiss, was du weißt und ich lass dich gehen. Ich verlange Veränderung, um neuen Raum freizugeben. Wenn du mich passieren willst, musst du wachsen. Ich würde sagen, wir verbessern eine Karte aus dem Deck. Und zwar... Was ist da denn besser? 10 Schaden und ein Blitz. Ja, ich glaube, das hört sich gut an. Nämlich 10 Schaden. Zufriedengestellt, geben Sie den Weg frei.
So. Ja, ich kann mich nicht ausruhen. Das heißt, ich schmiede weiter. Und zwar werde ich das Optimieren auf 20 hochpushen. Und dann kommt hier der nächste Kampf. Gegen Pilzis. Wir haben leider nicht den Messerfächer. Das heißt, ich würde hier den breiten Strahl nutzen. Vielleicht bekommen wir dann nämlich noch was anderes nach. Bekommen wir nicht. Sie greift nicht an, ich muss mich nicht verteidigen. Ich könnte die Kapazität erhöhen. Weil ich wieder das Gefühl habe, dass dieser Kampf nicht so super lange dauern wird. Ich gehe wieder nicht darauf. Abwehr brauchen wir nicht. Oh, die bekommen jetzt mehr Stärke. Das heißt, wir wollen den Kampf nicht zu lange in die Länge ziehen. Das heißt, wir bringen den Linken mit Optimieren um. Und den töten wir auch. So, hier hätten wir Hyperstrahl, haben wir schon mal. Ne, haben wir nicht. 3 Fokus verlieren. Allen Gegnern 26. Das ist quasi so für ein Ende, wenn wir unsere Orbs nicht mehr brauchen. Allerdings Gletscher, 7 Block, 2 Frost. Das wäre 4 ständige Verteidigung. Nimm den Gletscher. Hat er schon mal gesagt, mir fehlen so ein bisschen die Verteidigungskarten.